Hallo, ich bin Joachim Fukas, Schauspieler aus Berlin, Synchronsprecher, Theaterschauspieler, Nachrichtensprecher gewesen. Naja, und auch mein Urlaub aus Sylt oder auf Ibiza. Es war sehr unterschiedlich. In Sylt bläst der Wind. In Ibiza ist immer schönes Wetter. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ja, wie bin ich gekommen? Ich bin aus der Provinz gekommen, wo ich 5 Jahre Theater gespielt hatte, kam nach Berlin, niemand kannte mich. Aber meine damaligen Kollegen, die mit mir auf der Schauspielschule waren oder zur gleichen Zeit jedenfalls ausgebildet wurden auf verschiedenen Schauspielschulen in Berlin, die hatten alle entweder einen kleinen VW oder eine schöne Wohnung. Ich wohnte noch zu Hause bei meiner Mutter und habe schön brav das Zimmer bezahlt, in dem ich meine Kindheit und meine Jugend verbracht habe. Und dachte, gut, da musst du auch mal hingehen zu den Sendern. Bin ich zu den Sendern gegangen, habe da Probe gesprochen, Probeaufnahmen gemacht und habe mich auch mal beim Synchron gemeldet. Und vor allen Dingen habe ich es dann 2 Kollegen zu verdanken, 2 älteren Kollegen, die nicht mehr am Leben sind, Gerd Martinsen und Gerd Dufner. Die haben mich unter den Arm genommen, haben mich in die Synchronateliers geschleppt. Ich habe schön aufgepasst und zugehört, wie das die anderen machen und durfte dann auch bei Frau Kaudel, das war eine alte Dame, die hatte ein Synchronstudio in der Uhlandstraße im 6. Stock ohne Fahrstuhl, aber oben so eine ganze Etage einer großen Alt-Berliner Wohnung, und da wurde synchronisiert und da habe ich meine ersten Takes gesprochen. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, das war, da habe ich George Hamilton gesprochen in einem Film mit seiner Partnerin war Nancy Quinn, die sprach Gisela Fritsch, meine Frau, die leider schon verstorben ist. Und der Regisseur war Otto Carunzo und das Ganze fand in den Uferstudios in Berlin Tempelhof statt. Ja. Wie hat sich aus deiner Perspektive betrachtet die Synchronbranche seit den 60er Jahren verändert? Na, für mich furchtbar. Denn damals war es wirklich so, dass die Filme grundsätzlich, wenn es irgend möglich war, auch synchron, nicht nur synchronisiert wurden, sondern auch in der Abfolge der Zeit, also man fing am Anfang an und hörte am Ende auf. Und alle Kollegen, die an dem Tag auch nur einen Take oder 2 Takes hatten, mussten immer da sein. Außerdem mussten alle Kollegen zu der Zeit, wenn sie bestellt waren, dann wurde schon nicht nur einen Tag vorher bestellt, man wurde Wochen oder Tage vorher spätestens bestellt und mussten den Film vorher ansehen. Und zum Teil fanden sogar Kaltproben statt. Das heißt, der Regisseur hatte das Buch und die Sprecher natürlich auch und haben ohne Bild erstmal den Text probiert. Und dann ging man ins Atelier und dann wurden am Tag damals höchstens 50 Takes, das war schon viel, gedreht. Es gab ja noch die Schleifen, also ein Stückchen Film, der mit Schwarzfilm verbunden wurde und dann mit einer Schleife dauernd durch den Projektor lief. Da stand drauf 1, 2, 3, auf 4 fing das Bild an. Synchronsprecher wissen das natürlich. Und ja, und so wurde synchronisiert. Und die Synchronisation eines Spielfilms brauchte mindestens 1 Woche für die Sprachaufnahmen. Mindestens, meistens sogar 2 Wochen. Und wenn der Film sehr viel Sprache hatte, sehr viel Sprachtext hatte, dann dauerte er wirklich 2 Wochen und länger. Wie wirken sich technische Errungenschaften in Aufnahmetechnik und Schnitt auf die Qualität der Synchronisation aus? Ich finde die Synchronisation der älteren Filme meistens besser. Es liegt sicherlich nicht an der Technik, sondern es liegt daran, dass ich entweder die Stimme alle kenne. Ich behaupte mal, es gab früher sehr viel mehr prägnante Stimmen, das heißt Sprecher, die man sofort erkannte. Den Sprecher von Schwarzkopf, von Columbo, den kannte jedes Kind, und den Sprecher von Sean Connery, Gerd Günther Hoffmann, den kannte jeder. Arnold Marquis als John Wayne war unüberhörbar, also das waren alles charakteristische Stimmen. Dann gab es noch Werner Peters, auch längst gestorben. Also es gab schon Sprecher, die so bekannt waren von der Stimme her, dass man auf Anhieb sagte, aha, das ist Heinz Petruo, den man auch von den Nachrichten aus Dorias kannte. Mit welchen Kollegen hast du besonders gern zusammengearbeitet? Naja, also Gerd Martinsen, Gerti Dufner sowieso. Dann kam natürlich später mit Arnold Marquis dazu, mit dem habe ich auch zusammen Theater gespielt. Und ja, sonst meine Kollegen in meiner Altersstufe, dazu gehört unter anderem Rainer Brandt, der mal zu einem runden Geburtstag mir eine kleine Laudatio gehalten hat und gesagt hat, also Joachim, du bist natürlich der Erste, aber der Erste in der zweiten Reihe.
Das hieß, ich sprach nicht immer die Hauptrollen, ich sprach Nebenrollen, aber auch die waren meistens sehr schön und ja, meistens habe ich sogar die Bösen gesprochen, manchmal auch den Guten. Bei George Hamilton war ich der Gute, bei David McKellen war ich auch der Gute oder der Treffer, der Taffe, ja. Du hast ja oft mit G.G. Hoffmann zusammen aufgenommen. Erzähl mal von der Arbeit im Studio mit ihm. G.G. war der ungekrönte König im Synchron. Es gab noch jemanden, Wolfgang Kieling und Arne Elsholz, alle waren sehr bekannt, aber G.G. hatte sich sozusagen, wurde zum König gemacht und hatte sich später dieses Königsein auch angenommen. Er war also hundertprozentig von sich überzeugt und niemand durfte ihm an den Wagen fahren. Wir synchronisierten unter anderem in einem Atelier in Spandau, das gibt's heute gar nicht mehr. Und es war ein französischer Film, den ein Ufa-Regisseur, ein alter Ufa-Regisseur, Gesa von Radvani, der damals bestimmt schon eine gute 70 war, und eigentlich kein Synchronregisseur, aber er als Spielfilmregisseur synchronisierte er seinen Film selber und hatte nun G.G. Hoffmann auf Jean Marais. Und ich war dabei im Atelier, ich sprach auch eine große Rolle in dem Film, weiß nicht mehr, wie der hieß. Und Radvani sprach immer von Herr Hoffmann. Hören Sie mal, Sie haben einen Berliner S, Sie lispeln ja. Und G.G. sagte ganz trocken, jawohl Opa, dafür weg bezahlt. Das war G.G., wie er lebt und lebt. Und Herr von Radvani hat sich nicht getraut, auch noch irgendetwas zu G.G. zu sagen, während der ganzen Synchronisation, sondern G.G. führte seine eigene Regie. Wie wurdest du die deutsche Synchronstimme von George Hamilton? Ja, Ottokar hat mich ausgewählt, Ottokar Runze. Und ich war sie dann für ja, alle Filme, die er in den 60er, 70er und 80er Jahren noch gedreht hat. Jetzt habe ich ihn, er hat ja einen Film gemacht, na, ich habe das zufällig gesehen, ist ja jetzt weißhaarig, schlurweiß, sieht immer noch so gut aus wie vor 40 oder 50 Jahren und wurde von meinem Kollegen Lutz Riedel gesprochen. Wie würdest du seine Schauspielarbeit beschreiben? Ja, er sah einfach fantastisch aus. Ob er ein guter Schauspieler war, er hat seine Rolle ausgefüllt. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das man dich im Synchron oft besetzt hat? Ja, überwiegend war ich, zu mehr als 50% war ich merkwürdigerweise immer der Unsympath, der Böse. Ich war zum Beispiel im Alcatraz-Film mit Sean Connery, habe ich den Gegenpart gesprochen, wie der Schauspieler heißt, weiß ich gar nicht. Aber ich habe auch gerne gesprochen Richard Pryor in American Express. Ich glaube, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ein farbiger Schauspieler, der eine gewisse komische Effekte hatte. Den habe ich wahnsinnig gerne gesprochen. Ich habe ihn wahrscheinlich auch noch in irgendeinem anderen Film gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Du sprichst neben George Hamilton auch David McCallum und Bob Gunton. Welcher Schauspieler macht dir am meisten Spaß? Bob Gunton habe ich ja jetzt in den letzten Jahren gesprochen. Der taucht viel in amerikanischen Serien auf. Hauptsächlich war das in 24 Hours, wo er die sozusagen neben der amerikanischen Präsidentin als ihr Außenminister oder Innenminister eine große Rolle hatte. Den habe ich sehr gerne gesprochen. Und David McKellum habe ich auch gerne gesprochen. Den hat aber meines Wissens auch Wolfgang Kondos gesprochen. Also ich habe ihn in seinen Spielfilmen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, aber irgendwann habe ich ihn mal auch mit Wolfgang Kondos gehört. Was ist das Besondere am Synchronberuf? Ja, eigentlich ist das Besondere, dass man, wenn man es kann, und das ist immer ist eigentlich in jedem Beruf die Voraussetzung, wenn man es kann, ist es ein sehr leichter, ein einfacher Beruf. Im Gegensatz zum Theater, wo man eine Rolle, wenn man eine Theaterrolle spielt, haben sie 5 bis 6 Wochen Probe, jeden Tag 4 bis 5 Stunden. Also wenn der Stück auf die Bühne kommt, dann haben Sie den Text schon 1000 Mal gesprochen. Beim Synchron haben Sie maximal 15 Sekunden Zeit, sich den Take zu merken und ihn dann zu sprechen. Das heißt, den Text zu merken und dann zu sprechen. In dem Moment, wo der Take gekauft ist, ist der Text auch wieder weg. Und das ist eine relativ einfache Sache, wenn man es kann. Und das ist dann, ich sag's mal, wenn man es kann, ist es ein leicht verdientes, gutes Geld. Deine Frau Gisela Fritsch war auch erfolgreiche Synchronschauspielerin. Deine Tochter Melanie bis heute. Habt ihr privat viel über die Synchronarbeit gesprochen?
Nein, man hat sich über die Rollen unterhalten und man hat sich auch gegenseitig kontrolliert. Man hat gesagt, du, da warst du aber nicht so ganz gut oder da warst du anders als so oder du warst sehr gut. Meistens haben wir natürlich gesagt, du bist sehr gut gewesen. Klar, das baut ja auch auf. War von Anfang an klar, dass Melanie in eure Fußstapfen tritt oder habt ihr versucht, es ihr auszureden? Nee, ich habe nicht versucht, ihr das auszureden, aber sie wollte es gar nicht. Sie wollte eigentlich ganz was anderes werden. Sie ist ja auch, hat ja auch angefangen, Romanistik zu studieren, ist dann 12 Jahre in Rom gewesen. Aber angefangen hat es bei ihr, dass ein befreundeter Regisseur, Synchronregisseur und auch Fernsehregisseur Michael Günther suchte jemanden für Peter Pan. Also damals gab es den ersten Peter Pan-Film mit Schauspielern, nicht als Zeichentrick, sondern richtig mit Schauspielern. Der wurde bei der Simoton gedreht. Und Michael war bei uns zu Besuch und Melanie war damals 12 Jahre alt und hatte eine ausgesprochene junge Stimme. Das heißt, sie war die lauteste in der Klasse und hatte auch so ein bisschen die Oberhand in der Klasse. Später war sie Klassensprecherin. Und und er sagte, Melanie hat ja eine tolle Stimme, die kann ja glatt einen Jungen synchronisieren. Ich probiere sie aus. Und Melanie hat da, habe ich gesagt, musste Melanie fragen. Ich rede da nicht zu. Es ist ihre eigene Entscheidung, ob sie das machen will. Und jedenfalls, also sie wurde die Stimme von Peter Pan. Es war ihre erste Synchronisation und Frau, weiß ich nicht mehr, die Chefin von Simoton, kam zu mir und sagte, Herr Buker, Sie haben da ein Problem. Ich muss ja die Sprechernamen nach Hollywood melden. Ich kann da unmöglich hinschreiben, Melanie Pukas. Das akzeptieren die nicht, wenn da ein Frauenname steht. Wir sagen mal Mel Pukas. So, und Melanie hieß von da an im Synchron, also nur, wenn sie hatte dann später auch mehr gesprochen, Mel Pukas. Das heißt, sie ging immer als Mann durch, obwohl sie Frauen sprach. Du hast ja viele Jahre am berühmten Schiller-Theater in Berlin gespielt. Wie kam es dazu? Ich habe mit 17 als Statist am Schiller-Theater angefangen, ja. Noch vor dem Abitur. Und bin schon vorher sehr gerne ins Theater gegangen. Es gab ja das Theater der Schulen. Und ich habe das auch für das Goethe-Gymnasium damals zum Teil mit verwaltet. Das heißt, ich hatte immer eine Freikarte. Und bin sehr gerne ins Theater gegangen, wenn es irgend möglich war. Und dann war ich also Statist und habe mich sehr schnell mit den Leuten hinter der Bühne, ich will nicht sagen befreundet, aber jedenfalls, ich habe denen geholfen, wo es ging. Und freiwillig die eine und andere Handreichung gemacht, dann war ich gerne gesehen in der Requisite. Und irgendwann war ich da plötzlich ein Mädchen für alles und habe mich entschieden, nach dem Abitur auf die Schauspielschule zu gehen. Was ich allerdings in der Schule nicht sagen konnte und durfte, denn der Klassenlehrer, der entscheidend war für mein Abitur, der hatte überhaupt nichts dafür übrig für die Schauspieler, obwohl er immer mit uns ins Theater ging. Er ging auch selber, damals ohne Krawatte, was eigentlich ein Unding war. Selbst wir Schüler mussten alle mit Krawatte dahin gehen. Und also habe ich in meinen Lebenslauf, den man fürs Abitur abgeben musste, dass ich gerne Soldat werden will und zur Luftwaffe, weil ich wusste, das gefällt ihm. So, ich bin nie zur Luftwaffe gegangen, ich bin Gott sei Dank auch nie Soldat, nie zur Bundeswehr gegangen, nie Soldat gewesen, war als Berliner sowieso davon befreit, zur Bundeswehr zu gehen und habe es auch nicht bereut. Bin auf die Schauspielschule gegangen, hatte sogar ein Stipendium für die Max-Reinhardt-Schule, war aber weniger in der Schule als im Theater, weil ja immer Proben waren und ich in mehreren Stücken als Statist oder Edelkomparse und sonst was war. Und nach drei Monaten sagte Frau Körber, ja, also Joachim, so geht das nicht, Sie sind ja kaum da. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe doch da Proben und das finde ich eigentlich wichtiger. Sie sagt, ja, du musst dich jetzt entscheiden. Also entweder du machst das da im Theater oder du machst dir die Schule, aber so geht es nicht. Ich habe mich, vielleicht war es dumm, aber ich habe mich fürs Theater entschieden. Und habe dann auch Frau Körber neu später mal mit ihren Schauspielschülern im Theater getroffen, zu einer Generalprobe, die damals öffentlich waren. Und dann sagte sie nur, na, und wie geht es dir? Ich sage, ja, mir geht's gut, mir macht es Spaß. Und ich habe auch jetzt meine erste Rolle bei Herrn Lietzau. Ich dachte, ja, meine Schüler machen alle Karriere. Und da habe ich gesagt, gut, das freut mich für Sie, Frau Körber. Das war unser letzter Kontakt, ja. Was ist das Besondere am Schiller-Theater? Ja, da waren damals ganz große Schauspieler. Da war
Wilhelm Borchert, der auch ein sehr guter Synchronsprecher war. Er tat sich nicht ganz leicht damit, wie übrigens viele große Schauspieler. Erich Schello zum Beispiel, der damals der strahlende jugendliche Held und Liebhaber am Schiller Theater war. Er hat den Marquiposa gespielt, in Don Carlos. Den Wetter vom Strahlenkittchen von Heilbronn. Also alle großen Rollen spielte Erich Schello. Aber im Synchron, ja, das hat er auch geschafft, aber es hat ihm sehr, sehr große Schwierigkeiten bereitet. Und ich erinnere mich noch an einen ganz alten Schauspieler Müller am Schiller Theater, der spielte den alten Bauern im Faust. Herr Doktor, das ist schön von euch, dass ihr am frohen Tag erscheint. Habt ihr es doch oftmals doch mit uns in schlechten Tagen gut gemeint. Also so fängt das an da bei dem Osterspaziergang. So fängt der Osterspaziergang, den hat der Müller gespielt, unter anderem. Und der kam ins Synchronatelier. Und da liefen noch die Schleifen, 1, 2, 3, und dann kam der Take. Und immer wenn der Take zu Ende war, sprach Herr Müller, der Schauspieler Müller, seinen Text. Und die Cutterin versuchte immer wieder, Herr Müller, nach 3 müssen Sie anfangen zu sprechen. 3 und dann bitte sprechen. Jawohl, hat der Müller gesagt. Nachdem er 5, 6, 7 Versuche hatte und es nicht klappte, hat er sich hingekattet. Ach, der ist ja auch ganz schlecht. Er meinte den Schauspieler, den er spricht, und hat das Atelier verlassen. Und war nie wieder im Synchron gesehen. Aber Walter Blum zum Beispiel vom Schiller Theater war ein großer Synchronschauspieler. Der hat den Doofen bei Dick und Doof gesprochen, also ein ganz bekannter Synchronschauspieler auch. Und das Besondere am Schiller Theater war ja, dass eben Barlock war ein glänzender Theaterleiter und großer Regisseur. Und Hans Lietzau hat da gearbeitet, Lothar Müthel, Fritz Kortner. Fritz Kortner, der lange Proben gemacht hat, auch nicht nur über Monate, sondern auch die Proben dauerten länger als 4 Stunden, meistens 6, 7 Stunden. Und das war schon sehr anstrengend, aber es wurden auch immer ganz hervorragende Aufführungen. Gab es eine Inszenierung am Theater, die dich ganz besonders gefordert hat? Ja, ich bin ja dann in die Provinz gegangen. Das ist eine ganz aktuelle Geschichte. Ich war also, hab dann am Schiller Theater, also am Schlossparktheater, das gehörte zum Schiller Theater, war das kleine Haus vom Schiller Theater. Meine erste richtige Rolle bei Lietzau am Schlossparktheater gespielt, in dem Stück Nach Damaskus, ein schreckliches Stück von Strindberg. Und da war ich ein Sohn von Martin Held oder der Sohn von Martin Held. Aber es war nur eine kleine Rolle. Und dann habe ich ja auch Regieassistenz gemacht am Schiller- und Schlossparktheater schon. Und hatte bei Barlock die Regieassistenz, offiziell war seine Frau Hertha Barlock die Regieassistentin. Aber die war nicht immer da, aber Wendt war auch manchmal da, aber ich war zu jeder Probe da. Und wir probierten Anne Frank und mit Johanna von Kotzian als Anne Frank und Klaus Kammer als Peter. Das war also praktisch meine Rolle in dem Stück. Und irgendwann wurde Klaus Kammer während der Proben krank und ich stand auf der Bühne bei den Proben und kannte den Text, weil ich ja immer auf den Proben war. Und Barlock sagte, weißt du, der Berliner, der ist ja nicht schlecht, was du da machst. Also wir haben ja dann auch Vorstellungen für Theater der Schulen am Vormittag und am Nachmittag und so. Und dann spielst du mal den Peter. Also damals war ich ja noch völlig unbelegt vom Theater, was sich so hinter den Kulissen abspielt. Und Klaus Kammer kam natürlich nach seiner Gesundung wieder auf die Proben. Und sagte dann als einer der ersten Sätze, als er auf die Probe kam, also Chef, ich habe gehört, hier spielt noch jemand den Peter. Also ich spiele alle Vorstellungen oder keine, damit das mal klar ist. Barlock hat darauf nicht reagiert. Ich dachte, na, der Intendant wird sich ja wohl durchsetzen irgendwann. Die Premiere kam, spielte natürlich Klaus Kammer, klar. Und ich dachte, irgendwann kommen ja nun die Vorstellungen fürs Theater der Schulen. Und hatte die Abendregie, das heißt, ich war auch jeden Abend im Theater, verfolgte die Vorstellung und da war auch Statisterie, wenn die insbesondere eine Aufgabe hatten, die choreografiert war von Barlock ganz speziell, mit welchen Instrumenten und Tönen am Schluss, wenn die SS das Versteck entdeckt, die ganzen Verschläge da auseinander nimmt. Und das wurde also alles akustisch gemacht, aber nicht etwa vom Band, sondern jeden Abend original wurden da ganze Türen und Kisten zertrümmert nach einer bestimmten Choreografie. Und die musste ich jeden Abend leiten und den Peter habe ich nie gespielt. Und daraufhin habe ich beschlossen, mich an anderen Theatern zu bewerben.
weil ich nun fertig war mit der Schauspielschule. Und habe auch eine Tournee durch Westdeutschland gemacht. Und die haben alle gesagt, ja gut, Anfängervertrag mit Fahrverpflichtung, mit Umbauverpflichtung, mit Inspizientenverpflichtung, auch mit Soufflierverpflichtung. Also, ja, nee, unterschreibe ich nicht. Ich will einen Anfängervertrag haben mit Fachvertrag und allem. Also es klappte nicht. Ich kam etwas geklatscht zurück nach Berlin und jemand sagte, du, geh, das war ja lange vor der Mauer, 57, geh doch mal nach Ost-Berlin, da gibt es einen zentralen Bühnennachweis und das sind ganz hervorragende Leute und sprich da mal vor. Habe ich da vorgesprochen? Die sagten, nahm das auch an, ich kürze mal ab. Und dann kommen sie nächste Woche wieder. Und die Reise durch Westdeutschland zu ungefähr 20 Theatern oder noch mehr, habe ich natürlich selber bezahlt aus eigener Tasche. Das heißt, ich bin getrennt, aber kostet ja auch ein Hotel und so, musste irgendwie übernachten. Also die Kosten habe ich selber getragen. Die Ostleute gaben mir damals in der DDR, wurden Schauspieler gesucht, weil die meisten oder viele abgehauen waren gen Westen. Und hatten, kam erst nach einer Woche wieder hinkam, hatten die einen Fahrplan gemacht mit Hotels und all genauen Abfahrtzeiten der Züge, wann ich wo sein muss, und haben mich zu drei Theatern geschickt. Ich kürze wieder ab. Ich war dann auch in Nordhausen. Und da haben mir die Leute gefallen, ich habe zugesagt und war dann 3 Jahre in Nordhausen. Das ist jetzt 60 Jahre her, fast 60 Jahre, nee, ist 60 Jahre her. Und jetzt habe ich einen Brief bekommen vor einer oder zwei Wochen vom Theater Nordhausen, dass sie mich aus einem ganz bestimmten Grund einladen, doch mal zu ihnen zu kommen, weil ich praktisch einer der ganz wenigen bin, die aus dieser Generation, die in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, da waren, ich war da bis 1960, noch leben. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Auch in Hörspielen wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg warst du oft zu hören. Was ist das Besondere am Hörspiel? Naja, da beim Synchron musst du nachahmen. Böse Menschen sagen auch nachäffen. Ist ja wirklich so. Beim Synchronisieren muss ich mich voll auf den Schauspieler, den ich spreche, einstellen. Ob der gut ist oder schlecht. Das heißt, wenn er schlecht ist, kann man ihn unter Umständen verbessern. Aber die meisten sind ja glücklicherweise gut. Und dann muss man sich dem ja völlig anpassen. Man muss seine Empfindungen nachspielen, nicht seine eigenen. Man muss das nachmachen, was er macht. Und das muss möglichst stimmen. Sowohl vom Synchron her als auch vom Gefühl her. Beim Hörspiel bringst du ja deine eigene Persönlichkeit ein. Du spielst die Rolle wie auf der Bühne und kannst modulieren und kannst den ein bisschen mehr zum lustig machen oder böse machen, oder du kannst ihn hinterlistig machen oder leise oder laut oder wie du willst. Also du musst dich dem Text, du hast den Text als Vorlage und musst aus dem Text eine Figur entwickeln. Und da ist immer natürlich ein gehöriger Eigenanteil dabei, natürlich auch der Regisseur, der dir sagt, wie du es machen solltest. Aber man kann einem Regisseur immer ein Angebot machen und manchmal nimmt das ja auch an. Wie war es für dich, neben dem Schauspiel und dem Synchron auch Sprecher der Presseschau zu sein? Also die ganzen Sprechersachen habe ich natürlich gerne gemacht, klar. Und ich bin ja auch jedenfalls, sagen wir, im vorigen Jahrhundert, im vorigen Jahrtausend, war ich ja ein relativ, oder so im alten Berlin, alten West-Berlin, muss ich sagen, war man natürlich bekannt. Die Leute haben sich gewundert, den habe ich gerade in der Abendschau als Nachrichtensprecher gesehen. Und nun steht er schon wieder auf der Bühne, wie geht denn das? Aber die Leute wussten genau, wer ich bin. Und ich war nicht prominent, um Gottes Willen, aber ich war eben bekannt und konnte in eine Kneipe gehen, wo ich noch nie drin war, und wurde freundlich begrüßt. Du warst in über 4000 Folgen als Sprecher der Presseschau zu sehen. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich war also Nachrichtensprecher im Hörfunk vom SFB, und irgendwann kam jemand und sagte, hätten Sie Interesse daran, die Presseschau am Vormittag zu machen? Die lief im Fernsehen. Das war das gemeinsame Vormittagsprogramm von ARD und ZDF. Und da gab es eine Presseschau, die lief immer kurz vor eins, 10 vor 1, vor der ersten Tagesschau. Und wir waren 2, 3 Sprecher, die das im Wechsel machten, jeden Tag. Und das habe ich dann von 1962 bis 1996 gemacht. Das sind immerhin 34 Jahre. Und da kommt so einiges zusammen. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass das Gesicht auch ja weiter bekannt war, und auch die Stimme. Ich glaube, auch meine Stimme ist im Synchron heute noch erkennbar.
Und so wurde ich auch unterwegs in München oder Köln, wo ich auch synchronisiert habe, auch privat angesprochen auf die Stimme. Und dann kam, ja, aber wir kennen Sie doch auch und Sie waren doch schon mal hier. Und da sag ich, ich war noch nie hier, aber vielleicht sehen Sie manchmal, haben Sie die Gelegenheit, die Presseschau zu sehen. Ja, das war natürlich, freut einen ja auch, wenn man erkannt wird, wenn es nicht zu viel wird. Und das hatte zur Folge, dass ich dann noch Anfrage für Industriefilme bekam, ob ich da den Kommentar spreche. Und da ich wusste, dass die Tagesschausprecher das sehr viel machten, also Herr Köpke und Herr Feigl und der leider heute, habe ich gerade eben als auf der Herfahrt im Radio gehört, Wilhelm Wieben ist verstorben, der ist ein Jahr älter als ich, also es kommt immer näher. Wilhelm Wieben war auch auf der Max-Reinhardt-Schule und ist dann aber Tagesschausprecher geworden. Ja, und die haben also viele, viele Galas auch gemacht und Industriefilme gesprochen. Und wenn die ausgebucht waren, dann kamen die zu uns und dann haben wir, also auch, ich wusste ungefähr, was die bekommen dafür und habe dann auch gesagt, ich möchte das auch. Die haben gesagt, ja, aber die sind bekannter, Herr Pukas, also die kriegen schon etwas mehr als Sie. Ja, aber ich habe dann auch ein bisschen mehr bekommen. Das war ja auch sehr schön. Und im Übrigen, ja, ich hatte auch die Chance, zur Tagesschau zu gehen, wie Wilhelm Wieben. Das heißt, ich war eingeladen zur Probe. Und habe dann gesagt, ist ja prima, dann ist der Schichtdienst auch bei der Tagesschau. Das heißt, es gibt Nachtschichten, Tagesschichten. Ich habe gesagt, prima, wenn ich Nachtschicht mache, dann kann ich ja am Tage synchronisieren oder Theater spielen oder Proben fürs Theater. Und wenn ich abends Theater spiele, kann ich eben Frühschicht machen oder sonst was. Nein, haben die gesagt, Herr Pukas, das geht überhaupt nicht. Sie können alles machen, aber nirgendwo sprechen. Wenn Sie Tagesschausprecher werden, gehört Ihre Stimme uns. Und daraufhin habe ich dem damaligen Chef der Tagesschau, Herrn Reiche, gesagt, der mit Herrn Köpke in Berlin war und den Test machte. Wissen Sie, Herr Reiche, ich habe wirklich keine Lust, heute in 25 Jahren zu sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, hier sind die Nachrichten der Tagesschau. Das war vielleicht, oder das war mit Sicherheit arrogant, aber ich wollte es auch nicht, ich wollte Theater spielen. Bis vor wenigen Jahren war Theaterspielen für mich das Wichtigste in meinem Beruf. Ein persönlicher Höhepunkt deiner Karriere? Ja, ich habe 10 Jahre lang am Renaissance-Theater gespielt und habe auch 10 Jahre bei den Vaganten gespielt. Und meine schönsten Rollen in Berlin habe ich bei den Vaganten gespielt, das ist gar keine Frage. Da durfte ich den Petruchio spielen in der Widerspenstigen Zähmung, ich habe den Tom gespielt in der Glasmenagerie und das war doch recht erfolgreich. Ich habe Erich Mühsam gespielt, ich habe Rockefeller gespielt. Also alles Sachen, nachdem man sich als Schauspieler doch die 10 Finger leckt. Und das war auch bei den Vaganten sehr schön. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Es gab ja damals, als noch die Schleife mit Schleife gedreht wurde, musste ja jede Schleife neu eingelegt werden. Und da entstanden immer Pausen im Synchron. Also für die Sprecher entstanden Pausen. Und Lankwitz, das berühmte Atelier 5, das größte Atelier in Lankwitz bei der Berliner Synchron, dort saß ein Mikroschwenker, also der Mikroschwenker, der saß am Mikrofon. Das Mikrofon wurde bewegt, je nachdem, wie weit der Schauspieler von der Kamera entfernt war, wie groß oder wie klein er im Bild war, kam das Mikrofon näher an den Sprecher und wenn er im Hintergrund war, dann ging das Mikrofon weiter weg. Und dieser Mikrofonschwenker hieß Bulayan, das werde ich nie vergessen. Denn der baute die jungen Schauspieler ganz besonders auf, indem er immer ansagte, Take 320 das erste Mal. Dann kam der Take. Take 320 das zweite Mal. So etwa ab dem 5. Mal machte Herr Bonner, Take 328 zum 6. Mal. Take 328 zum 7. Mal. Take 320 zum 8. Mal. Ich trinke Becks. So, das war Bulayan. Das heißt, ein empfindlicher Sprecher, der sich nicht ganz sicher war, der wurde natürlich nervös von diesen Ansagen. Und das ging mir am Anfang auch so und ich habe ihm manche Flasche Becks spendiert.